Willkommen zu einer neuen Folge von Project Zomboid. Heute gehen wir auf Looting-Tour, aber als allererstes nehme ich gleich mal diesen Seesack hier mit. Nicht, dass mir der noch abhanden kommt. Wäre auch zu schade drum. Ist ja vollgepackt mit gutem Zeugs. Und bevor ich aber heute auf Looting-Tour gehe, muss ich wahrscheinlich nochmal kurz die Nacht über hier im Safehouse verbringen. Denn mein Charakter ist ja unter anderem wieder schläfrig als auch hungrig. Und so auf Looting-Tour zu gehen, ist nicht unbedingt die beste Lösung. So, was können wir denn eigentlich alles wegräumen? Das brauchen wir schon mal nicht mehr, des Zeugs. Das genauso wenig, das auch nicht. Lakenseile können auch weg. So, ups. Das alles kann auch weg. Und das sowieso. Gut. Schön, dann schaut es doch schon mal viel aufgeräumter aus. Den Seesack rüsten wir jetzt aber noch geschwind aus. Und auch das ganze Zeugs kann eigentlich, so wie es ist, alles weg. Braucht man dabei auch nicht. Weg damit. Ui, die Kiste, ist sie voll? Nee, ist nicht. Dann kommt der Rest auch noch rein. Und dann denke ich, legen wir uns gleich mal ins Bett, denn mittlerweile ist er schon müde, nicht mehr nur schläfrig. Dunkel wird es auch schon. Von daher Schlafenszeit. So, gut. Ist das erledigt? Dann noch geschwind was trinken. So, gut. Ups. Hier rum und hier rein. Ins Schlafgemach. Zu starke Schmerzen, um schlafen zu können. Aha. Was fehlt dir denn? Schauen wir mal hier nach. Okay, die Verletzung wäre weg. Na, ja, wahrscheinlich, weil er hungrig ist, oder? Kann das sein? Na, daran wird es liegen. Er hat Kohldampf. Gut, aber dagegen können wir was tun. Ich habe ja hier noch irgendwo Dosen rumliegen. Dose mit Mais, die gibt es jetzt gleich mal. Da haben wir sie. Essen, alles. Ah ja, ein wenig hungrig. Gut, dann müsste es jetzt normalerweise klappen, dass er sich zur Ruhe legt. Nee, immer noch nicht. Zu starke Schmerzen, um schlafen zu können. Was fehlt dir denn? Schmerzen. Wechseln wir vielleicht die Bandage auch mal eben. Also keine Ahnung, was für Schmerzen der hat. Ich sehe hier keine. Es steht zwar noch Schmerzen da, aber zumindest hat er keine Verbände mehr. Vielleicht seelische Schmerzen, das könnte sein. Weil er weinerlich ist. Aber gut. Ja, dann machen wir es anders. Dann halt nicht Seil entfernen. Durchklettern. Dann soll er seinen Kummer mal in Alkohol ertränken. Weil ich habe ja hier noch irgendwo Rotwein rumliegen. So, Unglücklichkeit minus 20. Trink mal die Pulle hier. Vergess mal den ganzen Frust. Ah, er ist betrunken. Koordination ein wenig beeinträchtigt. Ja, ich hoffe, das hat aber jetzt was gebracht. Aha, geringfügige Schmerzen nur noch. Wer sagt's denn? Ui, der steuert sich jetzt komisch, der Charakter. Wenn ich in die eine Richtung gehen möchte, geht er in die andere. Aber mit ein bisschen Alk im Blut kann er wenigstens jetzt gut einschlafen. Hat auch was.
So, gut. Schmerzen nur noch. Er ist auch wieder auf dem Weg der Besserung. Nicht mehr depressiv. So soll es sein. Dann kann er gleich zuversichtlich in den neuen Tag starten. In einen Tag voller Loot hoffentlich. Aber das wird sich gleich zeigen. In welche Richtung gehe ich eigentlich? Das ist jetzt eine gute Frage. Da oben habe ich ja letztens die Alarmanlage ausgelöst. Also nicht unbedingt sinnvoll, wenn ich mich in diese Richtung bewege. Allerdings ist ja in diese Richtung eigentlich nur Pampa. Da ist ja gar nichts. Weder eine Stadt noch dergleichen. Dann hilft's alles nichts. Ich muss hier hoch. Oh je, meine, schon wieder 4 Zombies, die sich in der Nähe meiner Basis aufhalten. So, dagegen habe ich aber was. Oh Mann, komm, weg mit euch. So, 2 auf einen Streich. Liegen bleiben. Liegen bleiben. Habe ich gesagt. Das gilt auch für dich. Gut. Die Gefahr wäre erstmal gebannt. Auf zu den nächsten Zombies. Kann ich vielleicht die Büsche hier abernten? Nee, auch nicht. Sind also keine Bärenbüsche. Busch entfernen. Es wird sogar gehen. Probieren wir es mal. Achso, okay. Da bekomme ich nur Reisig. Aber nichts zu essen. Der Busch hier? Nee, genauso wenig. Nun gut. Sei es drum. Wie meine. Komm. Tot. So. Gut. Hier war ich ja schon mal in der Nähe. Okay, da sind wieder Zombies. Nur ein toter Zombie ist ein guter Zombie, von daher kümmern wir uns auch gleich um die. Damit sich hier keine Horde bilden kann. Lippenstift, was hat die Schönes? Nix. Und der hier hat so auch nix. Gut. Sodele. Dann muss ich mich wohl oder übel mit diesen Häusern hier begnügen. Für den Anfang. Aha, hier kommt man rein. Vorausgesetzt, ich war hier nicht schon. Das kann natürlich auch gut möglich sein. Schaut nicht gut aus. Ich denke, da war ich schon. Nee, sogar nicht. Dose mit Chili. Schön. Bratpfanne nehmen wir auch mit. Denn die kann ich zum Kochen ganz gut brauchen. Und den Kochtopf lasse ich jetzt erstmal liegen. 9 mm Patronen. Super. Nehmen wir auch mit. Eine Glühbirne. Aha, interessant. Kenne ich noch gar nicht das Item. Deswegen bin ich jetzt so überrascht. Aber packen wir mal eine. Kann ja nicht schaden. Und ein ungekochtes Fertiggericht kommt auch noch mit. Denn abkochen kann ich es mir ja. Die Möglichkeit besteht ja. Gut. Was haben wir hier noch? Irgendein Buch war da noch dabei. Elektrotechnik für Anfänger. Genau, auch damit. Ins Inventar. Gut. Hier ist nix soweit im Badkästchen. Nee. Und hier hinten Schuhe, Unterwäsche, Videospiel und Ohrhörer. Also alles nichts, was ich brauchen kann. Aber ich kann zumindest was trinken an der Stelle. Gut. Wäre das erledigt? Dann auf zum nächsten Haus. Okay, da ist ein Zombie drinnen. Nee, hat getäuscht. Da war kein Zombie, das war nur der Stuhl. Okay, aber hier denke ich, war ich schon. Dosenöffner. Schaut nicht gut aus. Ja, das habe ich schon gelootet, das Haus. Genauso wie das wahrscheinlich. Oder auch nicht.
Schaut noch ungelootet aus. Aha, wer sagt's denn? Bolognese. Nudelholz, Wasserflasche, lauter gute Dinge. Nahrung ist jetzt sowieso primär erstmal am wichtigsten. Nägel sind natürlich auch nicht verkehrt. Die nehmen wir mit, damit die Mauer hier fertig wird. So, Kühlgelkissen. Wird verwendet für improvisierte Verteidigungsanlagen. Hört sich gut an. Nehmen wir mit. Und ansonsten ist alles soweit leer geräumt. Genau, Nudelholz. Da haben wir nichts. Und da haben wir auch nichts. Okay. So, Vorsicht. Okay, keiner drin. Biegel, Zahnpasta, Bleichmittel. Gut, auch alles leer. Schweißermaske, habe ich da schon eine? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ich nehme es mal mit. Ich habe so viel Zeugs in meinen Kisten daheim, sodass ich mir das gar nicht alles merken kann, was ich da mit mir rumschleppe. Hier war ich auf alle Fälle schon, weil hier die Tür offen ist und hier sind auch schon wieder Zombies. So, weg mit euch. Gut, die ist tot. Der ist auch tot. Und die letzte im Bunde killen wir auch noch. Ui, was kommt denn hier noch? So, auch erledigt. Schön, gut. Die haben aber nichts dabei. Gibt's auf der Seite noch irgendwas Lootbares, wo ich noch nicht drinnen war? Tür ist offen, das heißt, da war ich schon. Und ansonsten ist hier sowieso schon Schicht im Schacht. Nee, hier gibt's nichts mehr. Aber ich könnte ja mal die Straße hier entlang rennen. Ein Medaillon wieder mal. So, überall kommen sie raus. Aus den Wäldern. Aus allen Ecken und Enden der Stadt. Aber nichtsdestotrotz, die möchte ich alle tot sehen, die Zombies. Bevor sich die zu einer Horde zusammenrotten können. So, wohin führt mich dieser Feldweg hier? Mitten in die Prärie, so wie es scheint. Obwohl, hier geht's noch weiter. Dann folgen wir mal dem Weg. Aha, wer sagt's denn? Aber hier war ich auch schon. Aber zumindest ist es vergleichsweise ruhig. Das ist ja auch schon mal gut. So, ist da unten vielleicht noch ein Haus? Nee. Das heißt, ich muss hier weiter. In diese Richtung. Da ist aber wieder ein Zombie. Gut, tot. Aha, da war ich glaube ich noch nicht drinnen. Oh je, Mini. Aber da ist jemand drinnen. Obwohl, da war ich schon drin. Die Tür ist auch wieder offen. Ja, langsam wird es schwierig, in Muldraw noch was zu finden, was nicht gelootet ist. Oh je, nee. 5 Stück. Könnte schwierig werden. Aber ich probiere es mal. So, tot. Ui, ein Crawler. Hörst du hier auf? Hier so... Oh, Emily. Die hat mich gekratzt am Fuß. Nimm das. Sowas aber auch.
Aha, was haben wir denn hier Schönes? 9 mm wieder mal. Dann sollte ich mich aber jetzt erstmal nichtsdestotrotz zusammenflicken. So, gut. Wo geht's weiter? Briefkasten ist leer. Dann gehen wir mal in die Richtung, hier nach oben. Vielleicht findet sich ja da noch irgendwas Gutes. In dem Haus war ich schon drin oder war ich nicht drin? Doch, ich denke, ich war drin, aber trotzdem. Ein zweiter Blick kann ich schaden. Aha, da war ich noch nicht drin anscheinend. Oder ich habe es nicht gründlich gelootet. Kann natürlich auch sein. Müllsack, her damit. Nee, ansonsten nichts dergleichen drinnen. So, die restlichen Räume habe ich aber, ja genau, die habe ich schon. Und in der zweiten Etage, beziehungsweise in der ersten Etage, ersten Stockwerk, war ich auch schon, genau, gut. Also, nichts wie weg hier. Da war ich schon, Briefkasten, auch hier leer und hier ebenfalls leer, gut. Da ist zu. Da ist ebenfalls zu. Genauso. Aha, wer sagt's denn? Durchklettern. Ein volles Bücherregal. Jagen für Anfänger, das kenne ich schon. Vor 2 Sekunden war ich noch draußen. Da stand der Zombie nicht da. Das ist wirklich krass. Da muss man immer aufpassen. Oh je, meine, da hinten wollen ein paar die Fensterscheibe einschlagen. Oh, da habe ich was dagegen. Aha. Da war der Überraschungseffekt auf meiner Seite. Damit haben sie nicht gerechnet. Der letzte Zombie... Wo ist jetzt der letzte Zombie hin? Bin ich blind? Okay, der hat sich's vielleicht anders überlegt. So. Da ist er. So, Kuckuck. Gleiche gilt für dich hier auch. Na komm, bleib halt stehen. So, immer fester drauf. Gut, auch die hatten nichts dabei und er hier genauso wenig. Okay. Oderle ab zur Küche. Chips und Dose mit gepökeltem Rindfleisch. Sehr schön. Das liest sich doch schon mal gut. Bratpfanne. Aha, Jackpot. Viel Nahrung. Erdnussbutter gibt's auch noch. Essig. Und ein Päckchen mit Erdbeersaatgut. Supi. Honig haben wir hier. Okay, die verrottete Hammelkeule, die lasse ich mal liegen. Schaut auch nicht mehr unbedingt so genießbar aus. Und hier drinnen gibt's auch nichts. Gut. Hier oben schaut's relativ ruhig aus. Aber da war ich doch schon, oder? Weil hier alle Türen offen sind, das wundert mich ein bisschen. Dass ich da die Nahrung liegen gelassen hätte. Nun gut, wer weiß. Kann ja auch sein, dass ich, wie gesagt, schnell weg musste, weil die Zombies kamen. Ihr Lieben, ich sage an der Stelle auch schon wieder danke fürs Zusehen bei dieser Folge von Project Zomboid. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao.